herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Level Complete, der Challenge hier auf YouTube, liebe Arne und liebe Zuschauer. Ich muss mal den Fernseher ein bisschen leiser machen. Ich spiele heute wieder ein neues Spiel, was du mir aufgegeben hast. Und zwar hast du in deinem letzten Video ja Kirby gespielt auf dem NES. Ein Spiel, was ich tatsächlich als Kind sehr viel gespielt habe. Und es ist ein relativ leichtes Spiel. Also ganz gut für Kinder eigentlich gemacht, glaube ich. Du hast ja die grundlegende Mechanik dann auch irgendwann entdeckt, dass man die Gegner auffressen und die Fähigkeit übernehmen kann. Das ist sehr lustig. Das ist glaube ich, bei allen Kirby-Spielen so. Es gibt so ein paar besondere, so Magic Garden oder wie das genau heißt, öfter wie U. Aber Kirby ist ein Spiel, finde ich, was halt einfach Spaß macht zu spielen, ohne dass man eine große Anstrengung hat. Also quasi genau das Gegenteil von Mega Man. Mega Man ist halt ein Spiel, was Spaß macht, weil es halt super anstrengend ist. Und Kirby ist halt ein Spiel, was man einfach mal so wegspielen möchte, wenn man so einen gemütlichen Spieleabend alleine auf der Couch macht, ohne sich großartig anstrengen zu müssen. Vielleicht nach einem harten Arbeitstag. Oder wenn man das mit seinen Kindern spielen möchte. Hint, hint, hint. Da hast du mir aufgegeben, Cameo heißt dieses Spiel, glaube ich. Und das ist in der Rare Replay Collection auf der Xbox vorhanden. Xbox One spiele ich das hier. Ich habe es noch nicht rausgesucht. Die sind hier nach... Oh, da war es. Die sind nach den Jahren sortiert in diesem Bundle. Also hier 2005 Cameo Elements of Power. Da starten wir das doch gleich mal. Man kann hier so ein paar Description und sowas. Ah ja, was ich noch sagen wollte. Ups. Diese Runterschluck-Mechanik, die haben wir als Kinder natürlich dadurch gemerkt, einmal, dass es da Werbung für gab für dieses Spiel. Und man andere Leute hat spielen sehen. Und weil es auch in dem Handbuch steht. Also es gab ja immer bei den NES-Spielen so ein kleines Heftchen dabei, wo die Sachen drin standen, die grundlegenden Spielmechaniken. Die habe ich jetzt tatsächlich meist noch am Anfang durchgeblättert. Auf dem Weg nach Hause. Vom Spielzeugladen. So. Muss ich das tatsächlich nicht updaten. Viele die Spiele hier muss man dann nochmal runterladen aus dem Store. Die sind tatsächlich nicht auf der Disc selber drauf, was ich ein bisschen doof finde. Aber so, press start. Oh, schon ein Achievement. Okay, so. Normal. New Quest. Ah, egal wie das heißt, dann. Es ist ein bisschen doof, die Controller sind natürlich andere Zeichen drauf als auf der Xbox 360. Also das Play-Zeichen ist hier zum Beispiel hier Striche. Sahen so ein bisschen aus wie Warcraft 2 Orks, finde ich. Okay. Kann ich loslassen? Okay.
bin ja nicht so ein Fan von so Fantasy-Umgebungen. Okay. Jetzt bin ich auf einmal eine Blume. Okay. Oh, da kann ich wieder so ein Blatt lesen. Mal gucken. Ja. Okay. Whatever. Okay, da sind Pfeile auf dem Boden. Da muss ich wohl da lang. Ausrichten und. Ja, upsie. Bisschen Skateboard-Action hier oder was ist? Ups. So, wo bin ich hergekommen? Ich bin von da links gekommen, muss ich da rechts wahrscheinlich weiter. Oh, nicht powervoll genug. Das war nicht powervoll genug. Oh, come on! Wieso geht das hier nicht? Fuck. Ich höre dann jetzt mal auf, das war ein interessantes Spiel. Okay. Okay, wie kann ich jetzt... Ah, jetzt kann ich mich da oben... Oben rechts in der Ecke sieht man... ich kann mich verwandeln in diesen Roller wieder hier. Interessantes Spiel. Ah, jetzt klappt es auch einmal auf Anhieb. Interessant. Hütchenspiel hier. Ich dachte, Hütchenspiel ist verboten in Deutschland. Ha. Vielleicht soll ich ja besser hier die Pflanze sein. Okay.
Toll, dass ich das hier auch in der Luft machen kann. Ne? Ups, da will ich nicht runterfallen. Na gut. Probieren wir das nochmal. Ich sehe keine Leben. Also ich sehe oben so eine Energieanzeige und auch diese, was habe ich gesagt, diese Mana-Anzeige da. Die Gegner kommen nicht weg, aber nicht wieder, wenn man einmal gestorben ist, auch gut. So. Jetzt muss ich gucken, wie ich dieses Vieh da unter dem Ding da wegbekomme. Ha. Kann ich denn sonst irgendwas machen? Nee, ne? Kann ja einfach vorbei, oder? Oh, nee, kann ich nicht. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier machen soll. Also, wahrscheinlich diesen Fuzzi da irgendwie unter dem Helm wegkriegen. Wenn ich mich vielleicht in diesen Typen hier... Ah, guck mal, dann verliere ich Energie. Das ist natürlich nicht gut, weil er hat auch Stacheln da. Der Helm. Ich mit der Blume was anfangen? Ha! Ja. Interessant. Ah, ich muss wieder warten, bis die Energie aufgebaut ist, ja. Okay, jetzt bin ich offensichtlich richtig tot. Ja. Also man muss diese verschiedenen Fähigkeiten der Figuren einsetzen, für was man sie auch gerade brauchen kann. Ich könnte jetzt mal... Ach nee, damit war verwandeln hier. Ist da was drunter? Nee. Ich kann jetzt hier unter jeden drunter gucken, oder was? Vielleicht gibt es Geschenke? Nee. Oh. Okay. Es ist irgendwie ein sehr weirdes Spiel. Also das ist man ja von Rare so ein bisschen gewohnt, dass sie ein bisschen sehr kreative Auslegungssachen haben. Also das hatten wir aber letztens bei Kronkers Bad Fur Day schon gesehen, dass es ein bisschen weird ist, was Rare sich ausdenkt. Aber irgendwie ist es auch natürlich auch kreativ. Das ist so ein brennender Troll. Jetzt kann ich den... Der hier hat doch so eine Eis... Ah, scheiße. Das Zielen funktioniert hier nicht so leicht. Interessant. Also man muss echt immer darauf achten. Man muss immer so ein bisschen darauf achten, was man denn machen kann mit seinen Fähigkeiten. Also welche der Figuren man gerade braucht, der drei, vier Figuren. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hin muss. Darunter wahrscheinlich nicht. Nicht wollte ich darunter.
Exit is guarded. Wo muss ich denn hin? Da kann ich raus vielleicht ein bisschen. Ja, da kann ich raus. Ups. Okay. Da muss ich jetzt reintreffen, das ist auch interessant. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Nein, natürlich nicht. Okay, diese Mechanik da hochzurutschen ist nicht die einfachste. Da hoch. Nicht doch hoch. Smash. Es war sehr lustig, dass hier dieses Insektenblut noch am Display hängt, hätte ich jetzt was gesagt. Da ist wieder so ein brennender Fuzzi. Weich mir die mal aus. Ich kann Bock drauf. Ups. Ups. Ah! Ich überrolle ihn jetzt aber nicht so brennenden Fuzzi. Ich bin doch so eine Metallkugel. Oder bin ich? Nee, ich bin kein Metall. Fühlt sich aber an wie Metall. Es hat keine Dualstock. Man muss halt... Ist halt nicht so die bekannte Dual-Stick-Steuerung. Wenn man einmal zielt, dann kann man, muss man stehen bleiben. Also ist eine Dual-Stick-Steuerung, aber halt man kann nicht laufen und zielen gleichzeitig. Das wollte ich damit sagen. Hey. Herzchen, Herzchen bringen Energie. Nicht in jedem Spiel, zum Beispiel nicht in Castlevania.
Okay, das bringt nichts. Dann vielleicht der hier. Warum grabbed? Warum kann ich den nicht hochnehmen? Okay. Ich kann natürlich irgendwo runterkicken hier. So vielleicht. Ah, das ist tatsächlich die Vorgehensweise. Wo sind jetzt die nächsten drei? Aber er hat doch gerade drei gespuckt. Wo sind die hin? Ein nach dem anderen, ein nach dem anderen. Yeah. Impulserhaltung, warum ist die eigentlich anhalten? Ah, okay. Kann ich doch jetzt auch mit dem. Ha? Es ist nicht so einfach, dieses Spiel. Also vor allen Dingen, weil man so. Na, ich weiß nicht, woran das liegt. Also die Steuerung ist okay. Ich kann es ja nicht jedes Mal auf die Steuerung schieben. Ich weiß auch, was das Objective ist, die Typen da reinzukicken. Aber diese Bälle kann man halt echt oft schwer steuern. Das war schon bei Marble Madness so, dass sich Bälle nicht gut steuern ließen. So, jetzt hat sich hier doch irgendwo ein Tor geöffnet. Ist das hier? Ne, jetzt nicht geöffnet, aber. Aber das, naja. So, muss ich hier rüberspringen, so. Oder kann ich, oder hier mit dem rüberfliegen. Aber. Die müssen aber da durchpassen. Naja, passt nicht. Muss ich mit ihm hier das abschießen? Zu langsam mit diesem Vieh hier. Runter. Durch. Diese Blume. Oder Pflanze. Ist auch irgendwie ein bisschen creepy. Deswegen heißt sie wahrscheinlich auch Creeper hier, was sie machen kann.
Obwohl die Attacke so ein alter Uppercut ganz cool ist. Oh, jetzt kommen diese Viecher wieder. Dass man da nicht weiterlaufen kann in diesem Aim-Modus, das riecht mich ein bisschen auf. Das ist auch nicht perfekt. Ja, da zerbricht die Brücke vor einem. Okay, soll das hier eine Schanze sein? Kann ich da mal drüber? Nee. Okay. Das klappt nicht. Ich bin jetzt hier schon zweimal komplett... Muss ich alles an dieser doofe Ball machen? Das ist ein bisschen. Ich mag die Ballmechanik nicht. Vielleicht kann ich das auch mit ihr hier machen. Die ist ein bisschen lieber. Ja, es geht. Und sie hat eine coolere Attacke. So krass, die Kleine hier ist natürlich auch leichter und hat dadurch beim Einschlag natürlich weniger Kraft, weil Kraft ist gleich maximale Geschwindigkeit oder so, maximale Beschleunigung. Naja, wie dem auch sei, sie muss halt sehr stark beschleunigen, um ähnliche Kräfte auswirken zu können wie etwas fettere Gegner. Ja, diese, ich hasse diese Eisfuzzis. Jetzt machen wir den hier wieder. Diese. Okay, dieses Spiel arbeitet halt damit, dass die einzelnen Charaktere verschiedene Fähigkeiten haben, zwischen denen man halt wechseln kann und muss. Das ist ganz cool. Erinnert mich so ein bisschen an Lost Vikings von Blizzard. Auch wenn das natürlich ein anderes Spielprinzip war, aber da hatte man auch drei Figuren mit unterschiedlichen Fähigkeiten, zwischen denen man immer wechseln musste. Nur, dass man die halt, dass das wirklich drei Figuren waren und nicht eine Figur, die sich verwandelt.
tatsächlich keine gute Möglichkeit gefunden, diese Viecher ordentlich umzubringen. Mehr Herzen ist besser. Ey, also dass man da nicht zielen und... Ach, guck mal, ich dachte, jetzt würde ich selber verletzt werden, weil das Vieh ja irgendwie so brennt. Aber passiert nicht. Und hier Pech und Schwefel. So, wo muss ich denn hin? Hint. Oh! Lowered the bridge. Huh. Ja. Alles ein bisschen unübersichtlich hier. Da fliegt ein Drachen. Drache. Ich kann ja jetzt hier nicht einfach runterspringen, dann bin ich wieder tot. Aber das finde ich eine lustige Mechanik, dass ich die so werfen kann. Also das ist eine sehr einfache Mechanik, dass man die so... Scheiße. Na gut. Please reconnect the controller. Der ist... Geh nicht wieder an. Hallo, ich steck mal den Strom rein. Aber der hatte gestern noch Strom. Ich habe ihn gestern erst geladen. Na gut. Ah, jetzt geht's auch wieder. Ich wollte gerade sagen, das ist wohl ein Zeichen für mich aufzuhören. Aber vielleicht noch nicht. Ich muss zugeben, dieses Spiel ist nicht so schlecht, obwohl ich es nicht kannte. Das ist ganz lustig. Die Mechanik finde ich ganz, ganz interessant, diese Figur mit verschiedenen Fähigkeiten, aber ich mag diese Steuerung von diesem Ball nicht und ich mag es nicht, dass man, wenn man mit dem Eisbären Yeti-Vieh unterwegs ist, dass man dann nicht zielen und laufen gleichzeitig kann. Und generell ist so ein bisschen, nervt das ein bisschen, dass man verschiedene Sachen hat, also dass man nicht jedes Mal springen kann, zum Beispiel mit jeder Figur. Ja. Okay. Wo ist denn das jetzt gewachsen hier? Ist doch gerade was gekommen. Ups. Irgendwie mit dem ist es am einfachsten, diese Gegner zu machen. Hier, da machst du so, zack. Bom. Bom. Und weg sind sie. Aber jetzt kann man wieder hier.
Wie viel kann ich denn eigentlich sammeln? Brutal mal 0. Okay, mehr wahrscheinlich nicht. Es ist ja wirklich ein bisschen brutal, das Spiel. Aber, also drei kann man sammeln, okay? Okay. Jetzt bin ich mal wieder tot. Und damit wechseln wir mal dieses Spiel und hören damit auf. Ja, es ist sehr interessant, es ist sehr lustig. Vor allen Dingen, dass man halt verschiedene Fähigkeiten hat. Das gefällt mir schon ganz gut an diesem Spiel. Was mir nicht so gefällt, ist die Steuerung, dass man nicht laufen kann und gleichzeitig zielen, wenn man halt diese Viecher oder diese Eissperre wirft. Diese Ballmechanik ist halt auch nicht so hundertprozentig toll. Der Rest ist aber gar nicht ganz cool. Wobei ich die Story gerade nicht so wirklich verstanden habe. Das waren irgendwie drei Schwestern und die eine hat so Fähigkeiten, alle anderen, deswegen wurde sie verstoßen von den anderen Schwestern oder so. Und ist bei diesen Orks. Ja. Aber um Story geht es ja auch meist nicht, sondern um Spielspaß, und ich glaube, das kann lustig sein, dieses Spiel. Wo ich nicht weiß, ob es lustig ist, was du lieber spielen sollst, lieber Arne, nächste Woche, ist Earthbound. Das findet sich auf dem Super NES Classic Mini wieder, den du ja bei dir zu Hause hast. Und ja, da bin ich gespannt, wie dir das gefällt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.